Ich grüße euch alle ganz herzlichst hier bei uns im Elbe Lotusblüte TV. Mein Name ist Sanara Angelika und ich lade euch ganz, ganz herzlichst heute, um etwas nach innen zu schauen, um einfach mal bei sich zu sein und die Ruhe genießen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und sage bis gleich. Ihr Lieben, ich bin wieder da und ich freue mich einfach, mit euch gemeinsam jetzt ein, ja, ich sag mal, ein kleines Entspannungsvideo hier für euch aufzunehmen. Einfach mal, ja, in die Ruhe kommen, in die Atmung, gut zu atmen. Das heißt, wir atmen ein. Und wir atmen wieder aus. Den Fokus bitte auf die Atmung lenken, damit ihr wirklich ganz tief in die Entspannung kommt. Und sollten mal wieder zwischendurch sich Gedanken einschleichen, das macht überhaupt nichts. Dann bitte geht sofort wieder auf die Atmung und atmet ein. Und atmet bewusst wieder aus. Und dann wirst du merken, dass du ganz schnell in deine Ruhe kommst. In deine ganz persönliche Ruhe. Und so soll es sein, damit du einfach mal von dem Alltagsstress, von der Hektik, dich selbst zurückziehen kannst. Und einfach mal in dir ruhend da zu sein. Ihr merkt schon, es ist ganz einfach. Und wenn wir uns jeden Tag mal für ein paar Minuten diese Zeit gönnen, dann wirst du merken, es geht schon so gut, diesen Tag in Freude zu erleben. Und es ist so wunderschön, sich selbst zu erfahren. Und zu merken, wie du selbst in deiner Inneren mit deiner Seele in Kontakt kommst und tief dich in dir erfährst. Ganz einfach nur über deine Atmung. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei und melde mich gleich nochmal wieder. Alles Liebe, bis gleich. Eure Sanara Angelika. So, ihr Lieben, da bin ich wieder für euch da. Freue mich, dass ihr auch noch da seid. Und wir werden jetzt mal mit der nächsten Übung weiterfahren. Ich möchte euch heute noch, ich sag mal, einfach mal den Energieball etwas näher bringen. Die Atmung, die haben wir ja nun schon gemacht. Und wenn du immer noch das Gefühl hast, ach, so ganz ruhig bin ich ja doch noch nicht, dann atme nochmal durch die Nase tief ein und durch den offenen Mund wieder aus. Das mach einfach mal so 3-4 Mal und dann wirst du merken, dann ist wirklich jeglicher Druck bei dir auch weg. Ja, eine ganz einfache kleine Übung und doch so hilfreich. Und jetzt lade ich euch ein, mal den Energieball mit mir gemeinsam zu erleben. Und dafür nehmt einfach mal eure Hände, nehmt sie so vor der Brust, so ein bisschen anlehnen am Körper und schließt eure Augen und spürt jetzt mal zwischen eure Handflächen. Da haben wir im Moment, vielleicht sehen wir, denken wir, da ist einfach nur Luft.
Dann bewegt mal die Handflächen ganz sanft aufeinander zu, ohne dass sich die Handflächen berühren. Und dann wieder auseinandernehmen. Und wieder aufeinander zu bewegen. Und wieder auseinandergeben. Wenn du das mit dem Fokus auf deine Handflächen machst, wirst du spüren, dass sich zwischen deinen Händen, zwischen deinen Handflächen eine Energie bildet. Bei dem einen dauert es etwas länger, der andere, der spürt vielleicht sofort schon diese Energie. Das ist immer sehr unterschiedlich. Nimm dir einfach die Zeit, diese Energie auch für dich zu spüren und zu fühlen. Und wenn du die Handflächen wieder auseinandergibst, dann weitet sich diese Energie. Und wenn du die Handflächen wieder zusammenfügst, dann hast du vielleicht das Gefühl, auf einen Widerstand wie Watte zu drücken. Das ist die Energie. Die Energie, die sich jetzt zwischen deinen Handflächen aufbaut. Und nimm diese Energie wahr. Es ist die Energie des Universums. Denn wir alle bestehen ja aus Energie. Und diese Energie, die wir jetzt zwischen unseren Handflächen spüren, ist eine Energie, die wir auch für uns nutzen dürfen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, die Energie zwischen deinen Handflächen hat sich richtig gut und stabil aufgebaut. Ich spüre da so einen richtig festen, dicken Energieball. Dann kannst du auch diese Energie für dich nutzen. Das heißt, du kannst deine Handflächen mit dem Energieball dorthin legen, wo du das Gefühl hast, ja, genau an diesen Stellen brauche ich jetzt mehr Energie. Ich werde es jetzt mal so machen. Ich nehme jetzt meine linke Hand, lege sie aufs Herzchakra und meine rechte Hand auf Solarplexus und lass diese Energie des Energieballs fließen. Nimm jetzt die Energie wahr für deinen Körper und spüre einfach mal, was es mit dir macht. Vielleicht fühlst du deine warmen Handflächen, die sich mit Energie aufgeladen haben. Oder spürst ein ganz besonderes Kribbeln. Das ist ganz unterschiedlich. Spüre einfach mal ganz wertfrei in dich hinein, ohne etwas zu erwarten oder vielleicht gleich auch zu urteilen. Einfach nur fühlen und spüren und einfach mal schauen, was macht es mit mir. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mal ein ganz kleiner Einblick in die Übung mit dem Energieball. Man kann ihn natürlich viel, viel länger ausführen. Jedoch, ich wollte euch heute nur einen kleinen Einblick verschaffen
Und man kann natürlich auch die Energie mit seinem Energieball hinaussenden zu allen Situationen oder was sich gerade so tut. Auch das kann man machen. Man kann zum Beispiel ins heutige Weltgeschehen die Energie hinausschicken. Die Energie ist einfach etwas sehr Heilendes. Und wenn das ganz viele Menschen machen, dann könnt ihr euch vorstellen, dann wirkt die Energie der Heilung und der Liebe. Macht einfach es für euch so, wie ihr es für euch richtig empfindet. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch für euch die Übung mit dem Energieball sinnvoll und wohltuend nutzen dürft und könnt. Und freue mich, demnächst wieder einige Übungen mit euch zu machen. Vielleicht wieder mit anderen Übungen, denn mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, euch immer wieder neue Übungen des Alltags, die für euch ganz schnell dienlich sind, euch herüberzubringen. Alles Liebe, bleibt mir gewogen, ich freue mich auf euch, eure Sanara Angelika.